Hey Leute, wie geht's euch und willkommen zum letzten Video des Harry Potter Rewatch. Kein Rewatch, sondern ein Ranking aller Harry Potter Filme. Mit dabei natürlich wie immer Elias. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir ranken jetzt die Filme. Ja, wir ranken. Wie schwer ist es dir gefallen? Ich bin gespannt. Oder wie eindeutig also, ist dein Ranking? Ich habe so drei, vier Plätze, die sind sehr eindeutig, aber die Mitte ist komplett, also war sehr schwer. Ich habe richtig lange gebraucht. Ich habe mir unsere ganzen Folgen noch mal ein bisschen angeguckt, habe in die Filme noch mal reingeschaut, also hat ein bisschen gedauert. Okay, bei mir ist es tatsächlich noch mal ein bisschen schwieriger. Ich habe, also die untersten drei Plätze waren bei mir klar. Nicht wer jetzt auf welchem Platz steht, sondern wer die untersten drei Plätze sind. Und dann nach oben hinweg wird's einfach nur noch schwierig. Ich habe ab Platz, also es sind ja 8 Plätze, ich habe von Platz 5 bis 1, ich wollte heulen. Ich wollte heulen, ich hab's nicht übers Herz gebracht, die zu ranken. Aber ich habe mich dann doch für ein Ranking entscheiden können. Und ich habe die Bücher noch gerankt, das war aber überraschend einfach. Ah, okay. Ich bin mal gespannt, was du sagst, was sich so verändert hat bei dir. Oder ob sich überhaupt was verändert hat, jetzt nach dem Rewatch. Ja. Weil du hattest ja wahrscheinlich vorher schon so ein halbes Ranking im Kopf, welchen Film du am meisten und am wenigsten magst. Ja, ich hatte schon ein Ranking im Kopf, aber ich kann dir auch das genaue Ranking, ich habe das nämlich mal mit jemandem gemacht, so ein Harry Potter Ranking, nicht auf YouTube, sondern privat. Einfach nur um zu schauen mit einem anderen Fan. Ich kann dir mal sagen, das habe ich noch im Kopf, was da rausgekommen ist. Das müsste ich dann nur nebenbei aufschreiben, dass ich da nichts vergesse. Aber ja, kann ich auch auf jeden Fall machen. Okay, dann fangen wir an, oder? Wir fangen an, und zwar mit Platz 8. Ja. Was ist es bei dir? Ich gebe direkt mal meinen. Ich glaube, es ist klar. Ich habe sogar, glaube ich, in der Rewatch-Folge gestern noch gesagt, dass es der schlimmste Film für mich war. Auch nach dem Rewatch war es immer noch ein schlimmer Film für mich. Vielleicht ein ganz klein bisschen besser als beim ersten Mal. Aber Harry Potter und der Stein der Weisen ist schon sehr einschläfernd gewesen, muss ich sagen. Boah, ja. Das ist hart. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige drüber aufregen werden. Also ja. Ich konnte jetzt nach dem Rewatch dem Film auf jeden Fall einiges mehr abgewinnen als vorher. Worldbuilding ist super, wir haben Szenen drin, die wirklich cool sind, die Winkelgasse ist voll cool. Ich habe mir sogar, bevor wir das jetzt, wie gesagt, ich habe mir ein paar Filme nochmal reingeschaut, in die Rewatch-Folgen reingeschaut, weil ich vor allem bei dem Film und dem nächsten Film was Positives sagen wollte. Und ich wusste aus dem Stegreif gar nicht was. Aber dann habe ich nochmal nachgeschaut und es sind schon schöne Sachen dabei. Aber ja, Quidditch und Unterrichtsstunden und Langeweile. Also können wir festhalten, du magst den Film, bis wir in Hogwarts in die Schule müssen? Ja, so ungefähr. Okay, verständlich. Verständlich. Dann kommen wir zu meinem Platz 8. Ja. Harry Potter und der Halbblutprinz. Harry Potter und der Halbblutprinz ist für mich einfach nur eine Katastrophe. Also Harry Potter 6 und der Halbblutprinz ist ein Film, der alles, was gut am Buch war, draußen gelassen hat und alles, was schlecht im Buch war, mit in den Film genommen hat und noch schlimmer gemacht hat. Vor allem diese ganzen Liebes-Arcs, die waren im Buch nicht mal so schlecht. So klar, das waren nicht die Highlights, aber die waren nicht so schlecht. Aber das auf der Leinwand zu sehen, war absolut dämlich. Und wer sich den Rewatch angeschaut hat, ich glaube, ich habe die Hälfte der Zeit nur darüber geredet, was nicht im Film war, weil es einfach so genial ist, was da im Buch noch abgegangen ist. Das ist für mich der Film, dieser Film ist der Grund für mich, warum Voldemort nicht ein Top-Tier-Bösewicht ist. Ja, ist kein schlechter Call. Also ich hab den ja logischerweise auch gerankt, den Film, und hab mal nochmal drüber nachgedacht. Und ich muss halt sagen, ich habe ins Rewatch-Video reingeschaut und da hast du ja auch gesagt, dass du nicht verstehen konntest, wie die das in den Film genommen haben, aber die Voldemort-Story nicht. Aber dann habe ich mal drüber nachgedacht, wie hätte man es denn gemacht?
wie hättest du das gemacht, die Voldemort-Story mit reinzunehmen? Weil, so wie ich es verstanden habe, war das doch im Buch ungefähr gleichgewichtet, oder? Also von der Länge her war das ungefähr einmal, ja. Und keine Ahnung, ich habe dann halt so überlegt, weil das Ganze ist ja ein Harry-Potter-Film und du musst dann ja den Harry-Potter-Fokus logischerweise wahren. Aber du kannst auch nicht alles, was im Buch war, in den Film übernehmen. Also ich meine, ich kann den Ansatz verstehen, warum man gesagt hat, wir nehmen lieber die Harry-Potter-Geschichte. Das ist einfacher, als wenn wir jetzt sagen, wir versuchen da immer noch Voldemort so einzustreuen. Aber wahrscheinlich wäre das die bessere Lösung gewesen. Ja, da muss ich jetzt tatsächlich mal einen anderen Film loben, nämlich Teil 4. Der hat das Denkarium ja schon eingeführt. Und all diese Dinge hat Harry teilweise im Denkarium gesehen. Und das haben wir im sechsten Teil auch gehabt, wo sie Dumbledores Besuch im Waisenhaus nochmal durchlebt haben. Und das hätte man alles so viel besser machen können. Du hättest viel mehr damit arbeiten können. Harry hat die Sachen gesehen im Buch? Teilweise, ja. Okay. Ach so, weil ich habe das damals so verstanden, dass es einfach von einem Erzähler oder so dann halt erzählt wird, aber das gar keinen richtigen Zusammenhang mit Harrys Geschichte in dem Buch hat. Ja. Aber okay, dann ist was anderes. Dann ist es wieder einfacher, das zu verbinden. Ja, also es hätte schon Wege gegeben. Aber auf jeden Fall Harry Potter und der Halbblutprinz eine große Enttäuschung. Ja, das auf jeden Fall. Okay, dann sage ich jetzt noch mal episch Platz 7. Platz 7. Jetzt kannst du episch wieder deinen Platz 7 sagen. Yep. Ich hab da Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Okay. Ja. Ja. Ist der zweite Teil. Also ich hab vorher schon gesagt, meine letzten und ersten Plätze waren relativ schnell klar. Und das, also ich habe angefangen, die Liste zu schreiben. Und bevor ich über irgendwas nachgedacht habe, war direkt Platz 8 Stein der Weisen, Platz 7 und war Kammer des Schreckens. Ich finde die Filme, bei aller Liebe, ich finde die Filme halt einfach ein bisschen langweilig. Also der zweite Kammer des Schreckens ist schon deutlich besser als Stein der Weisen. Ich habe in den beiden Rewatches immer viel über Spannungsaufbau und einen roten Faden gesprochen. Das hast du in dem Film viel, viel mehr als noch im ersten. Du hast ein cooles Finale mit den Basilisken. Du hast immer mal wieder so fast schon Horrorszenen mit drin, wo da so mit Blut oder rotem Zeug, was an die Wände geschrieben ist. Du hast was Geheimnisvolles mit drin. Also der Film macht auch einige Sachen richtig. Aber du hast halt auch wieder viel Unterricht und viel kindisches Zeug mit drin. Und viel, irgendwie ist Voldemort da, aber auch nicht. Und dann revealt er seinen Namen so komisch, indem er die Buchstaben dreht. Also es sind so ein paar Dinger dabei, die mir halt gar nicht gefallen. Aber jetzt Vergleich zwischen 1 und 2 finde ich 2 schon um Welten besser als 1. Okay. Ich finde es aber auch ein bisschen besser, wenn der Film mit der Zeit besser wird, als wenn er mit der Zeit schlechter wird oder so eine Reihe. Weil stell dir mal vor, du hättest den ersten und den zweiten übelst gefeiert und dann hin zu 7 Teil 2 wurde es immer schlechter. Was ja bei dir das komplette Gegenteil war. Am Ende, glaube ich, hattest du ja richtig Lust, den Film direkt zu schauen. Genau. Ja, also das ist okay, ich muss sogar sagen, ich weiß nicht mal, am Ende ist das Bild so viel cooler, wenn die Filme besser geworden sind. Aber das war halt für mich immer so ein Ding, was mich daran gehindert hat, Harry Potter zu schauen oder dann auch wirklich Harry Potter zu mögen. Weil ich bin reingestartet in die Filme mit so 2, 3 Filmen, die ich echt gar nicht mochte und mich wirklich gelangweilt habe. Und dann musst du dich halt erstmal so durchkämpfen zu denen, die gut werden. Aber gut, im Nachhinein, dann ist es cooler so. Das stimmt schon. Okay. Dann kommen wir zu meinem Platz 7. Ja. Harry Potter und der Feuerkelch. Harry Potter und der Feuerkelch ist für mich auch ein Film, den ich für das, was er gut macht, mag, aber den ich absolut nicht gut finde. Genauso wie Harry Potter und der Halbblutprinz auf dem Platz davor. Das sind so meine beiden Flop-Filme aus der Harry Potter-Reihe. Beide Filme übrigens auch bei meinem oder vor dem Rewatch schon genauso platziert gewesen, beide auf 8 und 7 und auch genau in der Reihenfolge. Und bei Harry Potter und der Feuerkelch finde ich einfach so erschreckend, dass dieser Film es geschafft hat, die ganze Essenz des Buchs zu nehmen, dieses ganze Rätsel und alles rundherum und einfach komplett zu killen. Da es hat nichts mehr von diesem
Erlebnis, das du hattest, wenn du das Buch gelesen hast, dieses Erlebnis, wenn du selbst versucht hast, die Dinge zusammenzuführen, das war alles nicht vorhanden. Im Buch konntest du richtig miträtseln und im Film war es so ein, du hangelst dich von Prüfung zu Prüfung und am Ende ist halt Voldemort. Und teilweise Sachen wurden einfach von vornherein gespoilert und wurden so lieblos gemacht. Einige Szenen wurden einfach rausgenommen, einige Story-Arcs, was ich auch schade finde. Stattdessen wurde uns dann eine Drachenverfolgungsjagd über Hogwarts gegeben, die keiner gebraucht hat. Und ich finde, eine der erschreckendsten Sachen war, dass der Regisseur einfach mal einen Rian Johnson-Move gemacht hat und gesagt hat, er hat das Buch nicht gelesen, weil er findet das langweilig und er ist nur hier, um den Film zu machen. Also, Harry Potter und der Feuerkelch für mich auch eine große Enttäuschung. Also ich habe gerade geschockt geschaut, als du es gesagt hast, weil ich habe gerade noch in meinem Kopf verarbeitet, was jetzt nochmal der Feuerkelch war. Habe dann so nach links auf mein Ranking geguckt und boah, das ist hart, ne? Also dass du Stein der Weisen über Feuerkelch hast, das ist schon hart. Aber gut, das ist vielleicht dann die Perspektive eines Fans, ich weiß es nicht. Also, das ist die Perspektive einer Person, die Bücher auch gelesen hat und die weiß, oder so, wie es sein sollte. Und ja, jetzt können viele herkommen und sagen, aber du musst dem, also lass die Bücher doch mal draußen, meh. Nein, kann ich nicht. Das ist die Vorlage. Sorry. Das ist das, woran sich die Filme zu richten hatten. Und wenn ich dann sehe, dass ein Buch um so vieles besser ist als die Vorlage, dann nee, sorry. Ich habe auch gesehen, übrigens im Harry Potter Rewatch von Eve, der hat das am Ende ja auch gerankt von MoviePilot. Der hat Goblet of Fire auf seinem ersten Platz gehabt. Und ich verstehe es, ich verstehe es, dass man, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, den Film auf den ersten Platz packt, aber ich finde den Film objektiv auch einfach nicht gut, weil die ganze Geschichte, wer hinter allem steckt, das wird uns von vornherein gespoilert. Also ich bin eigentlich auch jemand, der immer sagt, lass Bücher raus bei solchen Bewertungen, aber ich kann vollkommen verstehen, wenn man es nicht kann. Also ich habe von den großen Filmreihen keine Bücher gelesen, deswegen stand ich nie vor dem Problem. Aber seit Thor Love and Thunder rausgekommen ist und ich da die Comicreihe kenne und dann gesehen habe, was daraus gemacht wurde, kann ich zu 2 Millionen % jeden verstehen, der sich über solche Dinge aufregt und sagt, ich kann das gar nicht rauslassen. Deswegen kann ich dir da jetzt auch gar keinen Strick draus drehen, dass du so bewertest. Und Feuerkelch, ich werde später, wenn ich den ranke, noch mal was zu sagen. Ich muss sagen, der Film hat, finde ich, fast die größten Schwächen aus der ganzen Reihe, aber auch mit die größten Stärken. Und deswegen hat sich das für mich so ein bisschen ausgeglichen, was man dann auch am Rank sehen wird. Okay. Aber ja, ich kann voll verstehen, dass du ihn so tief rankst, wenn du das Buch gelesen hast. Okay. Dann kommen wir zu Platz 6. Genau. Und da habe ich Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, du hast das vorher schon gesagt. Ich musste den jetzt auch tief ranken. Das war für mich vielleicht sogar die große Überraschung des Rewatches, nachdem, dass ich Harry Potter doch mag, war die große Überraschung, dass ich den Halbblutprinzen nicht mag. Ich hatte den im Kopf als meinen Lieblings-Harry-Potter-Film. Ich weiß nicht wieso, aber in meinem Kopf war verankert, Harry Potter und der Halbblutprinz war richtig cool und ich freue mich schon, wenn wir beim Rewatch da angelangen, weil da macht mir Harry Potter wieder Spaß. Und dann waren wir dort und dann habe ich den Film geschaut und habe gedacht, willst du mich verarschen? Das ist richtig schlecht. Also, keine Ahnung, der Film hat wirklich so ein paar Szenen, wo ich sage, die sind nicht nur nicht so gut, die sind richtig, richtig schlecht, finde ich. Also, ich habe mir hier direkt unten drunter meine Notizen aufgeschrieben, Slughorn mit 3 Ausrufezeichen, der vor allem, ich bin überhaupt kein Fan, wie Slughorn eingeführt wird, wie er erklärt wird. Es ist für mich viel, viel zu wenig. Ich hab diese Figur erst verstanden, nachdem wir hier 2 Stunden Rewatch aufgenommen haben und du mir die gesamte Geschichte aus den Büchern erklärt hast. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist Slughorn, das ist eigentlich voll der coole Charakter. Und vor allem, da habe ich mich auch in der Folge schon drüber aufgeregt, dieser letzte Part ist
komplett schlecht. Also der Weg zum dritten Akt und der dritte Akt an sich ist richtig scheiße. Der hat so 2-3 Peaks mit Dumbledore, der dann da zaubert und die Höhle und sowas. Aber der Weg dorthin und der Weg dort raus wird entweder geskippt oder komplett langweilig gemacht mit einem betrunkenen Hagrid und Slughorn und einer Spinnenbeerdigung und was weiß ich was. Es ist viel, was mir gar nicht gefällt im Film. Ja, er hat coole Momente, deswegen, also er hat diese Peak-Momente, wie zum Beispiel Dumbledore, der zaubert, dieses erste Entdecken von Slughorn, wo er da als Sessel sich versteckt hat und so, finde ich cool. Also der Film hat Peaks, die jetzt die anderen beiden Plätze, also Kammer des Schreckens und Stein der Weisen, für mich nicht hatten. Aber ansonsten ist der echt nicht so gut, der Film, finde ich. Ja, also ich kann auch noch mal zu dem Film sagen, ich hatte ihn ja auf dem letzten Platz. Die Person, mit der ich das Ranking einmal gemacht habe, hatte den tatsächlich auf dem ersten Platz. Und ich habe so die Vermutung, dass das der Fall ist, weil diese Person sehr auf Filme steht, wo irgendwelche Romanzen vorkommen, glaube ich. Habe ich so das Gefühl, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir haben dann so ein bisschen länger über diesen Film geredet und die Konklusion am Ende war, dass die Person mich dann gefragt hat, warum mag ich diesen Film eigentlich so? Also ja, Harry Potter und der Halbblutprinz ist eine Schwäche der Reihe, finde ich. Ja. Okay, dann kommen wir zu meinem Platz 6. Mhm. Und hier habe ich ein Problem, weil ab jetzt geht's nur noch weiter mit Filmen, die ich wirklich mag und wo ich sage, das sind auch gute Filme. Der Platz war für mich aber trotzdem noch klar und es ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Einfach aus dem Grund, weil dieser Film, du hast es schon angesprochen, man merkt, das ist einer der ersten beiden Filme, das ist einer der beiden Filme, die noch darauf ausgelegt waren, dass Kinder das schauen. Da waren die Schauspieler noch nicht so erwachsen, da haben sie sich bei einigen Sachen noch nicht getraut, so düster zu werden, obwohl dieser Film das sehr, sehr, dem das sehr, sehr gut getan hätte an manchen Stellen. Da war das Harry Potter-Logo zum Beispiel auch noch vollkommen hell oder das Warner Media-Logo war noch vollkommen hell. Und der Grundton des Films ist vor allem auch mit Lockhart noch so ein bisschen ein anderer. Trotzdem sage ich habe den Film gerne, aber er hat für mich jetzt nicht so diese krassen Stärken wie die anderen Filme, dass er dann nach oben klettert. Aber trotzdem, ich habe den Film gerne und er hat sich im Vergleich zu vor dem Rewatch auch nicht wirklich in der Positionierung geändert. Er ist dort geblieben, wo er vorher war. Okay, krass. Also Stein der Weisen ist relativ hoch bei dir. Krass. Ja, werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen, wo der ist. Ich bin gespannt, wann er kommt. Okay, dann kommen wir weiter. So kann man das Schreckens. Gehen wir weiter zu deinem Platz 5, oder? Genau, gehen wir weiter. Okay, ich musste gerade erst mal kurz gucken. Auf Platz 5 und jetzt fängt, also die drei waren bei mir easy. Jetzt wird's hart bei mir. Okay. Auf Platz 5 habe ich nämlich Der Gefangene von Azkaban. Du hast gerade gesagt, bei dir fängt es jetzt an, dass du wirklich sagst, du findest alle Filme richtig gut. Ich muss auch sagen, bei mir fängt es jetzt an, dass ich sage, das sind die Filme, die mich im Rewatch dazu gebracht haben, dass ich sage, hey, mittlerweile mag ich Harry Potter. Und Der Gefangene von Azkaban war so die erste große Überraschung für mich, weil eigentlich hatte ich gedacht, erst ab Teil 4 wird's cool. Und dann war da Der Gefangene von Azkaban und der Film war ziemlich, ziemlich gut. Der ist, glaube ich, sogar unter den Harry Potter-Fans sehr beliebt, soweit ich weiß zumindest. Also der hat auf jeden Fall überall, also ich glaube auf Rotten Tomatoes hat er fast das höchste Rating, auf Letterboxd hat er mit das höchste Rating, also ist sehr, sehr gut geratet immer. Ich hatte so ein paar Probleme mit dem Film. Ich bin nicht der größte Fan davon, wie Sirius dargestellt wird. Liegt daran, dass er nicht so viel Screentime hat und du halt so zwei Extreme mit dem Verrückten aus dem Gefängnis und dem Hey, Harry, ich bin dein Ersatzvater, musst du irgendwie zusammenbringen und das in 10 Minuten Screentime. Ist nicht so einfach. Du hast halt diese Werwolf-Verwandlung am Ende mit drin, die ein bisschen lustig aussieht.
Und du hast vor allem, und das ist halt das größte Problem für mich, diese komische Zeitreise mit drin. Und ich hasse einfach Zeitreisen und keine Ahnung. Es ist so ein, ja, auch mal ganz kurz eine andere Frage, fällt mir gerade so spontan ein. Was ist eigentlich mit diesem Ding passiert, was Hermine da benutzt hat? Wurde ihr wieder abgenommen. Warum hat man es nie wieder benutzt? Ah, und warum benutzt, hat man das nicht irgendwie gegen Voldemort benutzt oder so? Ich weiß es nicht. Meine Erklärung ist, es ist extrem schwer, sowas herzustellen. Es gibt sehr große Regeln. Und wenn du mit der Zeit spielst, können schlimme Dinge passieren. Das, ich glaube, es traut sich keiner. Okay. Ja, also Zeitreisen sind immer tödlich für so ein Universum, weil dann genau solche Fragen aufkommen. Deswegen bin ich nicht so ein riesen Fan von. Aber jetzt habe ich sehr viel Negatives gesagt. Der Film ist an sich super. Das ist der erste Film, der eine richtig klare Spannungskurve hat, der ein ganz klares Mysterium aufbaut, der richtig düster ist, der uns richtig was erzählt und uns nicht nur zeigt, hey, das ist ein Schulalltag und die erleben währenddessen ein Abenteuer. Das ist eine richtige geschlossene Geschichte. Es ist der einzige Film, glaube ich, so, ich glaube ja, der uns keinen direkten Voldemort-Verweis gibt, genau, und wirklich eine ganz eigene Geschichte erzählt. Ich habe damals im Rewatch gesagt, das habe ich eben gerade noch vor der Aufnahme gesehen, dass das für mich ein Kritikpunkt ist. Und das könnte man jetzt auch sagen, weil es halt, der Film hypt mich nicht unbedingt auf den nächsten Film, ich sag so. Aber trotzdem ist es für mich auch eine Stärke, dass man eben mal nicht Voldemort braucht und man sagt, hey, wir erzählen jetzt eine ganz eigene, richtig spannende, coole Geschichte und dann geht es halt nächsten Film erst mit Voldemort weiter. Ich mag den Film. Okay. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 5. Ja. Und da habe ich Harry Potter und der Stein der Weisen. Und zwar ist das für mich eine Frage gewesen zwischen Platz 5 und 6. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was magst du mehr? Kammer des Schreckens oder den Stein der Weisen? Und dann habe ich so an die Kammer des Schreckens gedacht und die hatte coole Szenen, aber die hatte keine richtigen Baba-Momente. Weißt du, wie ich meine? Und ich sag's, wie es ist, der Stein der Weisen hat die Winkelgasse, das ist ein Baba-Moment, so sorry. Ich habe einfach nur an die Winkelgasse gedacht und dann war für mich klar, okay, Stein der Weisen ist über der Kammer des Schreckens. Ich habe auch nicht lang nachdenken müssen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte den Stein der Weisen ursprünglich nicht auf Platz 5, sondern ich hatte den ursprünglich auf Platz 3. Der ist durch den Rewatch jetzt auch runtergerutscht, aber nicht, weil ich ihn schlechter finde, sondern weil ich die anderen nur noch besser finde. Okay. Ja, da hat der Rewatch auch ein bisschen was gebracht. Ja. Und vor allem, also du hast es auch schon gesagt, mich langweilt teilweise auch schon, diese Unterrichtsstunden zu sehen, aber nur, weil ich sie mittlerweile schon kenne. Weil ich das alles schon kenne, weil ich die Bücher gelesen habe, weil ich die Szenen im Film schon öfter gesehen habe. Quidditch finde ich auch nicht gut inszeniert, über die Zeit hinweg. Und sie haben es nicht geschafft, Quidditch so interessant zu machen, dass die Leute das in jedem Film dann sehen wollten. Das finde ich auch problematisch an dem Film. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man diese Unterrichtsstunden zum ersten Mal sieht, ist das schon recht cool. Wenn man Quidditch zum ersten Mal sieht, kann das recht cool sein. Ich finde vor allem, wie schon gesagt, die Winkelgasse übertrieben gut gemacht. Für mich ist das auch der Grund. Und auch die Fahrt auf Hogwarts oder Hogwarts so zum ersten Mal zu sehen und den Hogwarts Express. Das sind so alles, diese drei Dinge sind so alles Momente, die es geschafft haben, dass die Fans einen zweiten Teil sehen wollten, weil es war überhaupt nicht ausgemacht, ob die Serie weitergeht, filmtechnisch. Und für mich sind es einfach diese Baba-Szenen aus dem ersten Teil, die es geschafft haben, das zu so einer großen Filmreihe zu machen. Okay. Ja, also ich glaube, das ist auch noch was ganz, ganz anderes, wenn du den Film wirklich mit 9 oder 10 das erste Mal geschaut hast und den jetzt nochmal guckst, das sind ja ganz, ganz andere Gefühle, ein ganz anderes Grundgefühl, was du dabei hast. Deswegen, ja, kann ich dann doch verstehen irgendwie. Ja. Okay, wir kommen weiter zu deinem Platz Nummer 4. Genau, und da habe ich Harry Potter und der Feuerkelch. Du hast es vorher schon erwähnt, ich habe es vorher auch schon gesagt, der Film hat super krasse Schwächen. Für mich die größte und dümmste Schwäche fast der ganzen Reihe ist einfach, dass du diesen Mad-Eye Moody Reveal irgendwie ans Ende von diesem Film gepresst hast und so, hey, guck mal, Plot-Twist, krank. Ich war eigentlich schon kurz davor auszumachen, weil ich denke, der Film ist fertig, auf einmal drücken die mir so einen Plot-Twist hinterher.
Also, ja, es ist ein Film, der super viele Schwächen hat, der auch sehr viel anders macht als das Buch, was ich jetzt auch weiß. Aber auch ein Film, der mir persönlich super viel Spaß gemacht hat und wo ich damals zumindest gesagt habe, hey, ab hier macht mir Harry Potter Spaß. Wir haben halt super, also du nicht hast gerade noch ab Teil 3. Diesen ganzen... Ja, also jetzt, auch damals war es Teil 4, als ich das erste Mal geschaut habe. Da habe ich okay. dann angefangen, Harry Potter wirklich zu mögen. Du hast gerade noch kritisiert, diesen Drachenkampf fandest du nicht so cool. Mich hat der gecatcht. Ich fand den schon nicht schlecht. Diese ganzen kleinen Spiele, dieses Tauchen, dann noch hier Robert Pattinson fand ich cool. Am Ende haben wir dann das große Voldemort-Comeback, was ja sowieso voll das Highlight ist, mit einer richtig cool inszenierten Szene auch. Also der Film macht auch viel richtig. Ja, ist so Hit or Miss, aber er funktioniert dann irgendwie doch, finde ich. Ja, also die guten Sachen, die du aufgezählt hast, fand ich auch gut. Ich finde nur, der ganze Film, das Gefühl, wenn du diesen Film schaust und einfach die Storyline wurde hier komplett verkorkst. Aber ja. Mein Platz ja. Nummer 4. Was hast du auf Platz 4? Ja. Mein Platz Nummer 4 ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und dieser Film ist, finde ich, in vielen Bereichen nahe an der Perfektion. Gerade was Kameraskills angeht, was wir haben im letzten Rewatch auch nochmal über den Schnitt von vielen Filmen gesprochen. Gerade auch was Schnitte angeht, also die Jahreszeiten werden uns ja über die peitschende Weide gezeigt, was ich recht cool finde. Ich habe nur so ein paar Probleme mit dem ganzen Film. Er fängt super an mit Tante Magda, die aufgeblasen wird. Er geht super weiter mit dem fahrenden Ritter, den ich absolut cool finde, mit Ernie als Fahrer. Was ich auch gut finde, ehrlicherweise, ist dann diese ganze Sirius Black-Geschichte, wie die aufgebaut wurde. Remus Lupin ist der erste Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo du das Gefühl hast, der kann das, der versteht was davon. Alles super, Dementoren-Geschichte, super, Privatstunden mit Lupin, super. Quidditch, das ist der Teil, wo Harry unter anderem vom Blitz getroffen wird bei diesem Regen, wo die Dementoren beim Quidditch auftauchen, super. Wo ich nur ein Problem damit habe, ist, dass einige Sachen dann auch wieder hinten runterfallen und ich finde, dass im Film jetzt zu stark gekürzt wurde an der einen oder anderen Stelle. Und dann eben das Zeitreisenthema, wo ich dann auch gesagt habe, okay, komm, das Ende ist auch nichts für mich. Aber sonst, wie gesagt, ich habe den Film sehr, sehr gerne und wenn jemand den auf Platz 1 setzt, dann you go, kannst du machen. Ja, also ich habe es auch gerade schon gesagt, der Film ist schon richtig gut. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ein paar Probleme, aber er ist schon gut. Er ist aber bei mir ja. auch jetzt wieder zwei Plätze runtergerutscht. Der war vorher auf dem zweiten Platz. Krass, okay. Mhm. Aber der ist doch schon sehr, sehr beliebt im Harry Potter Fandom, oder? Ja. Ja, okay. Ja, hatte ich auch so das Gefühl irgendwie. Ja, machen wir weiter, oder? Wir machen weiter mit Platz Nummer 3. Genau, und da habe ich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Wir haben gestern, also für uns ist es jetzt gestern, erst noch eine knapp 4 Stunden Aufnahme über den Film gemacht. Es gibt so viel, was man zu dem Film sagen kann. Es ist das große Finale. Der Film ist gut. Der Film muss so viel machen und das muss man halt auch immer im Kopf behalten. Der Film muss so viel machen und ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat und erst recht jetzt jeder Harry Potter-Fan, der wirklich sagt, ich habe die Bücher gelesen und bin voll da in der Materie drin, hat irgendwie Wünsche, die er gerne im Film gehabt hätte, wo er sagt, hey, das hätte ich gestrichen, das hätte ich geändert, ich hätte dem Charakter gern noch ein schönes Finale gegeben, ich hätte gern noch für, was weiß ich, Neville und Luna eine Szene mehr gehabt und hier und da. Das ist nun mal so, wenn du so eine riesige Filmreihe zu Ende bringst, da hat jeder seine ganz persönlichen Favoriten und will seine ganz persönlichen letzten Szenen haben. Aber ich finde, der Film macht es schon nicht schlecht, dass er so gut wie jeden, mehr oder weniger zumindest, zufriedenstellt. Er gibt den großen Charakteren ihr großes Finale, er gibt kleinen Figuren wie Neville und Luna, die ich gerade schon erwähnt habe, auch nochmal ein paar Szenen, wo man sagt, ey,
was ist mit Neville passiert? Der Typ, der in Teil 1 noch einfach auf den Boden gezaubert wurde, ist jetzt auf einmal ein Fanliebling. Was ist da passiert? Und das ist cool. Also das muss man auch erstmal so schaffen. Wir haben welche der besten Szenen der Reihe mit drin. Wir haben gestern, ich glaube, eine Stunde habe ich in der Aufnahme gesehen, nur über die Snape, Dumbledore, Harry Flashback-Szene da geredet. Es ist so viel, was dieser Film machen muss und leisten muss. Und für diese Ansprüche, finde ich, macht er schon sehr, sehr viel und macht sehr, sehr viel richtig. Hat unglaublich ikonische Momente. Es ist schon ein cooler Film. Ja. Würde ich sagen. Ja, und ich kann auch so viel sagen, auf meinem Platz Nummer 3 ist auch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Der Film, oder mir ist gerade aufgefallen, wir haben dieselben 3 jetzt noch offen gehabt. Das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt bis zum ersten Platz tatsächlich 1:1 dasselbe haben. Aber das kann sein, ne? Der Film war bei mir vorher nur auf Platz 5 und hat jetzt 2 Plätze gut gemacht. Ich dachte vorher, oder ich hatte den so im Kopf, so, ja, okay, Einbruch in Gringotts, dann Schlacht von Hogwarts und so eine große Schlacht im Film. Aber der Film ist so viel mehr. Der Film verknüpft so viele Enden, er lässt so viele Dinge am Ende zusammenkommen, löst so viele Dinge auf. Auch was der Film, finde ich, am besten von allen macht, er nimmt Teile aus den Büchern und nicht nur ändert er sie ab, sondern er macht sie aktiv besser an manchen Stellen. Und das, finde ich, hat kein anderer Film so geschafft wie der. Das ist ganz klar der Film von Voldemort. Es ist ganz klar ein Film von Harry. Der Film macht so vieles richtig. Und wenn du am Ende dann diese Szene hast, wo alle ihre Kinder zum Hogwarts Express bringen, ich finde, das ist auch nochmal so ein gutes Ende, wo du sagen kannst, okay, wir hatten jetzt 8 Filme, es ist geschafft, jetzt leben alle glücklich bis ans Lebensende. Ja. Okay. Ja. Schon ein schöner Film. Dann kommen wir weiter zu Platz Nummer 2. Ja. Und da habe ich... Ich glaube, man kann sich schon so ein bisschen... Obwohl, nee, ich weiß nicht mehr, ob man sich schon denken kann. Ich habe Harry Potter und der Orden des Phönix auf Platz 2. Ich weiß es nicht. Es ist so krass, dass ich halt gar nicht wirklich einordnen kann bei vielen Filmen, wie beliebt die im Harry Potter Fandom sind. Das hat auch dieses Ranking gerade für mich so interessant gemacht. Und deswegen war ich auch so gespannt, wie du rankst, weil ich gar nicht weiß, wie beliebt sind denn die Filme so. Aber ich glaube, Orden des Phönix ist schon relativ beliebt unter Fans. Würde mich wundern, wenn nicht. Also ich sag mal so, wenn die Hälfte aller Fans den auf ihren ersten Platz setzen, dann wundert das keinen. Okay, gut. Dann passt das ja schon so ein bisschen. Ja, es ist ein super cooler Film. Der Film, also allein Orden des Phönix, finde ich, ist schon fast der beste Name. Also voll random, aber es finde ich fast der beste Name der Reihe. Und auch mal ein Name, der wirklich richtig aktiv was mit dem Film zu tun hat. Und also das triggert mich immer so ein bisschen bei Harry Potter, dass die Namen nie so 100% den Inhalt des Films wiedergeben. Aber hier, finde ich, passt der Name sogar schon richtig gut. Und dann haben wir halt Highlights bis zum geht nicht mehr. Wir haben den besten Zauberkampf der ganzen Reihe mit Dumbledore gegen Voldemort. Wir haben danach noch ein richtig, richtig cooles Finale für Harry. Wir haben wie heißt sie? Mit die pinke Frau, wie heißt Dolores sie? Dolores Umbridge. Dolores Umbridge, genau. Haben wir einen der ikonischsten Figuren der Reihe mit drin. Wir haben für Fred und George ein voll cooles Ende. Der Film ist gut. Der Film ist richtig, richtig gut. Okay. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 2. Und ich habe, genauso wie du, Harry Potter und der Orden des Phönix. Dieser Film ist, finde ich, richtig gut. Und nicht nur wegen Dolores Umbridge, aber ich komme zuerst zu ihr. Du liebst es einfach, sie zu hassen. Es gibt Figuren, die sind so schlecht, dass du sie einfach hasst, aber bei ihr liebst du es, sie zu hassen. Es ist so gut. Sie ist schlimmer als Voldemort, sie ist unsympathischer als jeder Filmcharakter aus Harry Potter, an den ich denken kann. Also, wenn sie am Ende die große Böse gewesen wäre, ich glaube, es hätte niemanden verwundert. Dann, wie gesagt, das ist ganz klar ein Film von Harry. Er tritt jetzt erstmal zum allerersten Mal tritt er aus seinem Schülerdasein heraus. Und nach dem Ende von Feuerkelch ist auch Shit Just Got Real. Harry kommt wieder nach Hogwarts. Er ist jetzt ein
komplett anderer Mensch. Er ist jetzt in der Position, dass er die Schüler ausbildet, weil Dolores Umbridge das nicht tut. Er ist in der Position, dass er jetzt das erste Mal aktiv selbst entscheidet zu kämpfen und selbst den Ton des Films angibt. Für mich hat ein Satz das Ganze recht gut beschrieben, den ich letztens gelesen habe. Das ist der erste Film, in dem Harry die Dinge nicht mehr passieren, sondern in dem Harry die Dinge passieren lässt. Und Das finde ich, fasst es ziemlich gut zusammen. Die Charaktere kommen weiter. Der Grund, warum er nicht auf meinem ersten Platz ist, ist einfach, weil so viel mit Sirius rausgecuttet wurde. Wenn wir den Tod von Sirius Black haben, es juckt uns kaum. Also Bellatrix Lestrange hat mehr Screentime als Sirius Black in diesem Film, obwohl das Buch ganz klar um Sirius Black und Harry und sich auch gedreht hat. Es ist das längste Buch und der zweitkürzeste Film und ich finde, man hat es ein bisschen mit dem Kürzen übertrieben. Aber der Film ist trotzdem immer noch sehr gut. Safe. Und auch sehr gut, dass du das gerade noch erwähnt hast. Ich habe genau dieses Zitat, was du gerade gesagt hast, habe ich hier noch in meinen Notizen mitstehen und wollte das eigentlich am Ende vom Ranking nochmal sagen. Weil mir ist jetzt, nachdem wir das alles nochmal geschaut haben, auch nochmal aufgefallen. Das habe ich schon so oft gelesen, aber nie wirklich so verarbeitet oder so gefühlt, weil ich die Filme halt nur einmal gesehen habe. Harry Potter macht das als komplette Reihe so unglaublich gut, in seiner kompletten Reihe auch eine Drei-Akt-Struktur zu haben. Das hast du normalerweise nicht so häufig bei Filmreihen, dass du über 8 Filme lang eine ganz klare Struktur hast. Und sogar bei Harry Potter, wie gesagt, ist es, das kannst du verschieden anlegen, ist es sogar eine Drei-Akt-Struktur. Du hast die Einleitung bis zu Teil 4, wo man sagt, hier suchen wir das Problem, wir bekommen eine Einführung in die Welt, dann kommt das Böse. Dann haben wir ungefähr so 2-3 Filme lang, haben wir diesen klassischen Kampf mit Hindernis kommt ins Weg, wir müssen drüber springen, wir haben vor allem das Ministerium immer im Vordergrund, wo es dann auch darum geht, wir müssen überhaupt erstmal beweisen, dass Voldemort wieder da ist. Und dann haben wir am Ende von Teil, von Orden des Phönix theoretisch auch schon, aber dann mit dem Angriff von Snape und Co. haben wir dann das große Ende dieser ganzen, wir müssen beweisen, was los ist, wir haben den zweiten Plotpoint und gehen ins große Finale, in den großen Krieg am Ende. Das haben so wenige Reihen, dass man über 8 Teile so eine Struktur bewahrt. Wir sagen häufig, Star Wars ist die größte Filmreihe aller Zeiten, ist es auch und kann gar nicht so eine Struktur haben, allein weil die Filme so erschienen sind, wie sie erschienen sind. Aber sowas macht Harry Potter zum Beispiel, finde ich, deutlich besser als Star Wars. Als gesamte Reihe macht Harry Potter das so, so krass, so eine Struktur zu haben. Muss man einfach mal erwähnen, weil ich glaube, viele schauen das und merken das, aber sprechen es nie wirklich aus. Finde ich cool. Ja, also Harry Potter und der Orden des Phönix auf jeden Fall ein Top-Tier-Film und jeder, der ihn auf den ersten Platz packt, tut das absolut zu Recht. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Platz und ich weiß schon, was du auf dem ersten Platz hast und ich bin sehr froh, dass du ihn auf dem ersten Platz hast, weil ich hatte schon Angst, dass du den recht schlecht raten wirst, aber wir kommen mal zum Platz Nummer 1. Yep. Und mein Platz Nummer 1 ist Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und der Film hat mich, also ich habe am Anfang gesagt, dass mein Platz 1 klar war, aber also es war folgendermaßen. Ich habe gestern Abend, wir haben gestern Abend aufgenommen und ich habe gestern Abend noch überlegt, wie ich ranke. Und in meinem Kopf war entweder Orden des Phönix oder Harry Potter Heiligtümer des Todes Teil 1 muss auf meinen ersten Platz. Ich habe überlegt, hin und her geschoben, bin schlafen gegangen und hab mir dann, ungelogen, dann bin ich nachts irgendwann, ich glaube, das war 4-5 Uhr, bin ich aufgewacht, bin wach geworden, bin was trinken gegangen und hab da währenddessen überlegt, ey, morgen Harry Potter Ranking und hab mir dann auch nachts einen Wecker gestellt, dass ich extra früher aufstehe, um den Film heute Morgen nochmal zu gucken. Weil es mich so getriggert hat, dass ich nicht wusste, wie gut ich ihn finde. Dann habe ich mir jetzt tatsächlich Harry Potter 7 heute Morgen nochmal angeschaut und muss sagen, der Film ist richtig gut, ne? Der Film ist sogar nochmal besser, als ich ihn im Rewatch letzte Woche fand. War letzte Woche, oder? Ich glaube, ja. Der Film ist richtig krass. Also, der Film ist so ruhig. Der Film hat eigentlich so wenig ganz klare Action.
wir verbringen irgendwie die Hälfte des Films in irgendwelchen Zelten und Harry und Hermine und Ron streiten sich und hin und her. Und ja, da sind Schwächen mit drin und ja, Ron wirkt unsympathisch, aber der Film ist richtig gut. Der Film macht das Beste, was wir in Harry Potter immer wieder haben, sind diese ruhigen, emotionalen Momente. Diese Beziehung zwischen Hermine, Ron und Harry. Und genau darauf legt Harry Potter 7 halt den Fokus. Und der Film ist richtig gut. Und Hermine ist in dem Film auch voll cool. Und Bellatrix ist krass. Und Harry ist... Der Film ist richtig gut einfach. Was soll ich sagen? Ja. Okay. Dann auf meinem ersten Platz ist Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Ja, wer hätte es gedacht? Harry Potter und der Orden des Phönix ist bei mir 2 Plätze hochgeklettert, aber den Goat kann es nicht von der ersten Stelle vertreiben. Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 geht von Anfang an direkt ins richtige Feeling, direkt in den richtigen Ton hinein. Wir haben Hermine, die das Gedächtnis ihrer Eltern löschen muss. Wir haben Harry, der dann in den Fuchsbau gebracht wird unter größter Anstrengung und unter größter Gefahr. Wir merken zum ersten Mal wirklich, wie Voldemort jetzt der große Antagonist ist, wie er am Tisch sitzt und mit Snape und all seinen Todessern redet. Wir haben in diesem Teil den Einbruch ins Ministerium, wo wir Dolores Umbridge nochmal treffen, wo wir sehen, was jetzt in der Zaubererwelt los ist, was da eigentlich für eine Verfolgung stattfindet. Und vor allem, es ist ein Harry Potter-Film. Du hast da die ersten Knoten, die sich beginnen zu lösen. Du beginnst die Geschichte von Dumbledore im Hintergrund so ein bisschen mitzubekommen, auch wenn du es im Film viel weniger mitbekommst, aber du merkst, es steckt mehr hinter allem. Du hast den Besuch in Godric's Hollow, der auf jeden Fall ein Highlight ist. Du hast die ganzen Szenen von Harry, Ron und Hermine, wie sie sich überlegen, wie sie Horcruxe zerstören. Du hast vor allem dann auch einen großen Ron-Moment, als er zurückkommt und den Horcrux zerstört. Also der Film macht so, so vieles richtig. Und das Einzige an dem Film, das ich nicht mag, ist, dass sie bei Ron ein bisschen übertrieben haben. Aber sonst, der Film ist sonst einfach nur gut. Ja. So sieht's aus. Das ist unser Ranking. Das ist unser Ranking. Gehen wir es nochmal ganz schnell durch. Also auf meinem 8. Platz ist der Halbblutprinz, auf meinem 7. Platz der Feuerkelch, dann die Kammer des Schreckens, dann der Stein der Weisen, dann der Gefangene von Azkaban, dann die Heiligtümer des Todes 2, dann der Orden des Phönix und auf dem 1. Platz die Heiligtümer des Todes Teil 1. Yep. Und bei mir ist es Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf den letzten beiden. Dann der Halbblutprinz, der Gefangene von Azkaban, der Feuerkelch und in den Top 3 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, Orden des Phönix und Heiligtümer des Todes Teil 1. Wir sind doch relativ ähnlich. Also bis auf die beiden, also es hat sich halt alles so ein bisschen verschoben, weil ich die beiden ersten gar nicht mag und du die eher im Mittelfeld hattest. Mhm. Aber sonst würde ich sagen, haben wir doch keinen Punkt, bei dem wir uns so zu 100% uneinig sind. Nein, also der Feuerkelch ist, glaube ich, der krasseste Unterschied, dass du den auf dem 4. Platz hast und ich den auf dem 7. Platz. Der Stein der Weisen ist auch nochmal so ein krasser Unterschied, den habe ich auf dem 5. Platz und du auf dem 8. Platz. Aber ja, sonst ist das alles ziemlich gleich. Und vor allem die Top 3 haben wir 1:1 gleich. Oder haben wir sogar? Nee, wir haben nicht die Top 4. Top 3 haben wir gleich und ja, gut. Ja. Hättest du den Gefangenen von Azkaban nicht noch einen höher ranken können? Ja, hätte man machen. Also ich habe echt sogar überlegt, ne? Hätte ich auch machen können. Da war jetzt nicht so ein Riesenunterschied zwischen. Okay. Gut, dann, ich habe noch gesagt, ich habe die Bücher gerankt. Da hatten mich so ein paar Leute auch mal gefragt, ob ich das machen könnte. Auf Instagram haben die mich gefragt. Für die Leute, auf meinem 7. Platz bei den Büchern ist die Kammer des Schreckens, auf meinem 6. Platz der Stein der Weisen, auf meinem 5. Platz der Gefangene von Azkaban, auf dem 4. Platz der Orden des Phönix, auf dem 3. Platz der Feuerkelch, auf dem 2. Platz die Heiligtümer des Todes und auf dem 1. Platz, und das ist krass, der Halbblutprinz. Der Halbblutprinz ist mein Lieblingsbuch, aber der Film, den ich am wenigsten mag. Ja, das ist schon krass. Jo. Ist schade, dass es nicht so gut wurde wie das Buch. Ja. Okay, das war's mit Harry Potter und dem gesamten Rewatch.
Schreibt euer Ranking auf jeden Fall in die Kommentare. Drückt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr jetzt bis hierhin eine Dreiviertelstunde dieses Video gesehen habt, dann könnt ihr auch abonnieren. Dann könnt ihr auf Liken drücken. Dann könnt ihr auch ein paar Hate-Kommentare drunter schreiben, dass Elias den Stein der Weisen so sehr hatet. Hast du noch was zu sagen? Nee. Nee, okay. Dann sind wir raus und sagen ciao. Tschüss, tschüss.